Hallo und herzlich willkommen zum Schießstand. Ich bin der Michael und heute wollen wir uns mal drei verschiedene magnetische Filtersysteme anschauen, die so auf dem Markt rumgeistern. Das sind einmal KNF Concept, Haida und Freewill. Wir schauen uns an, welche Vorteile und welche Nachteile die einzelnen Systeme bieten, welche Filter es überhaupt gibt und was sie kosten und natürlich auch noch, was sie leisten. Wenn ihr merkt, dieses Video hier, das bringt euch einen Mehrwert, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und drückt dann am besten auch noch auf die Glocke, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Jetzt aber erstmal das Intro. Wie sicherlich einige von euch wissen, lieben wir magnetische Filter. Sie sind platzsparend, schnell gewechselt und man muss nicht lange überlegen, soll ich sie aufschrauben oder nicht. Und gerade wenn man nicht allein unterwegs ist, muss es mit den Bildern ja immer fix gehen. Also schnell, flexibel und der Platz, das ist für mich ein absoluter No-Brainer. Klack, gewechselt, fertig. Aber diese magnetischen Filter haben natürlich auch ihre Nachteile, auf die ich im Laufe dieses Videos hier eingehen werde. Aber schauen wir uns mal an, was die Anbieter so anbieten und wie die Bildqualität von ihnen ist. Ich fange mal mit Freewill an, denn das war nicht nur unsere ersten magnetischen Filter, sondern die ersten überhaupt. Quasi der Vorreiter in dieser Hinsicht. Und mittlerweile gibt es von fast jedem Hersteller magnetische Filter. Freewill hat auf seiner Webseite eine riesige Auswahl. Ein einzelner Filter kostet dort aber, zumindest bis zur Größe 82 mm, dort schlappe 105 Euro. Es gibt aber auch noch verschiedene Sets. Das wohl gängigste ist das dreiteilige. Für umgerechnet und plus Steuer 261 Euro. Zumindest wieder bis zur Größe 82 mm. Die Sets aus 3, 4, 6 oder sogar 9 Filtern kann man sich auch noch selbst nach Wunsch zusammenstellen. Es gibt auch Basisringe mit UV-Filtern, die man sich, wenn gewünscht, kaufen kann. Für mich als Fan von UV-Filtern zum Schutz eine super Sache. Kostet mit 53 Euro auch deutlich weniger als die anderen, aber trotzdem noch ziemlich viel. Was Freewill auch noch cooles hat, ist ein magnetischer Step-Up-Ring für ca. 30 Euro. Diesen kann man dann auch wieder als Basis für die Filter nehmen und er funktioniert auch für Schraubfilter und hat eine deutlich bessere Qualität als die 0815 Step-Up-Ringe, die man sonst so von Amazon oder so kennt. Soweit ich gesehen habe, ist er für jede erdenkliche Größe vorhanden und bringt euer Gewinde auf 82 mm. Das hat den Vorteil, dass man nicht so viele Ringe übereinander stapeln muss, was dann wieder zu einer stärkeren Meditierung führt. Und am magnetischen Step-Up-Ring muss halt auch nicht wieder ein extra Basisring dran. Allgemein kann man sagen, dass Freewill die größte Auswahl hat. Es gibt quasi jeden ND-Filter, es gibt UV-Filter als Basis oder als rein magnetisch, es gibt drei verschiedene Mistfilter, es gibt Verlaufsfilter, deren Sinn ich hier mal in Frage stellen will, speziell als Rundfilter. Es gibt CPL-Filter, es gibt Blue and Gold Streak-Filter. Da sieht man halt mal, ey, die sind schon am längsten am Markt und die haben halt auch einfach die größte Auswahl. Auch sehr cool, Freewill bietet Spezialgrößen wie 95 mm oder 112 mm an. Und auch kleinere ND-Filter gibt es ab jeder Stärke ab ND4. Das ist gerade für jemanden praktisch, der darüber nachdenkt, diese Filter für Videos zu verwenden, statt eines variablen ND-Filters, der eben auch seine Nachteile hat. Bei jedem einzelnen Filter und in jedem Set ist bei der Bestellung immer ein Deckel dabei. Außer beim UV-Filter zum Anschrauben. Großer Vorteil ist, dass es die Filter alle einzeln gibt und ihr auch das Set so individuell zusammenstellen könnt, wie ihr das haben wollt. Dadurch zu sehen, ist am Anfang schon ein bisschen schwierig, aber es geht schon. Und so bekommt ihr halt wirklich nur das, was ihr auch braucht. Und wenn ihr ein Set bestellt, bekommt ihr auch noch eine Tasche dazu. Bei Amazon ist die Auswahl kleiner, aber beim Kauf auf der Freewill-Webseite müsst ihr auch noch die Einfuhrkosten bedenken, die ich euch in den genannten Preisen immer mit reingerechnet habe. Freewill hat auch einen Look- bzw. Designvorteil, denn die Basisringe mit ihrem zarten roten Streifen sehen schon echt schick aus. Manche Deckel, gerade bei den schon etwas älteren Filtern, haben auch noch so einen roten Akzent. Die neuen Deckel sind dagegen nur schwarz. Schauen wir uns mal die Filter von KNF an. Diese sind im Übrigen mit denen von Haida kompatibel, aber nicht mit den magnetischen Filtern von Freewill. Bei KNF kostet jeder Filter je nach Art und je nach Durchmesser unterschiedlich. Das macht es für mich unmöglich, es hier übersichtlich darzustellen. Deshalb schaut am besten mal über den Link unten in der Videobeschreibung nach, was eure Favoriten sind und was die dann am Ende auch kosten. Es gibt ND8, ND32 und ND1000. Es gibt CPL-Filter, zwei Mistfilter und es gibt einen schönen Basisring mit UV-Filter.
aber leider nur im Set und nicht einzeln. Dieses Starter-Set haben wir schon mal getestet. Video dazu gibt es hier oben rechts. In der Ecke. Hier ist von mir aus rechts, also ist dort von euch dort aus rechts. Pfeifett, oder? Oder? Ich hoffe, ich habe es richtig gehabt. Ist insgesamt auch eine kleine, schöne Idee. Was auch gefällt, auch K&F bietet einige Filter-Sondergrößen an. 86 mm und 95 mm sind bei einigen Filtern verfügbar. Bei allen Einzelbestellungen bekommt man einen Adapterring, den Filter und einen Deckel dazu. Das finde ich richtig gut. Nur leider gibt es keinen Deckel, wenn ich mir das Set kaufe. Wieso? Keine Ahnung. Da es den bei K&F auch nicht einzeln gibt, muss ich mir also mindestens einen anderen Filter kaufen, damit ich den magnetischen Deckel mitbekomme. Das ist bei mir jetzt nicht so das große Problem, weil für mich ein Mistfilter in jede Standardausrüstung gehört. So würde ich dann auch noch den Deckel mitbekommen. Aber doof finde ich das trotzdem. Oder ich kaufe mir den Deckel dann eben bei Haida. Haida, oh, welch ein Übergang. Auch Haida ist leider je nach Größe und Art im Preis unterschiedlich. Also wenn ihr genauere Preise wissen wollt, dann schaut über die Links unten in der Videobeschreibung. Bei Haida gibt es ein ND32, ND64 und ND1000. Es gibt einen recht sinnfreien Verlaufsfilter, zumindest wie ich finde. Es gibt einen Polfilter und es gibt einen UV-Filter, aber leider hier nur rein magnetisch. Also nicht als Basisring verwendbar und so für mich irgendwie etwas sinnfrei. Den würde ich euch also nicht empfehlen. Objektivdeckel gibt es hier auch und alles ist einzeln bestellbar. Aber es gibt auch Sets. Da diese aber von Haida Deutschland selbst zusammengestellt werden, ist der Preisvorteil relativ gering, beziehungsweise es gibt gar keinen. Beim großen Basic Set spart man ca. 3 Euro und bekommt die Filtertasche im Wert von 20 Euro mit dazu. Da aber da der recht sinnlose magnetische UV-Filter mit dabei ist, spart man im Prinzip nichts und kommt besser weg, wenn man alles einzeln kauft und den UV-Filter weglässt. Das Professional Set ist dagegen sehr merkwürdig, denn es kostet mehr, als wenn man sich alles einzeln kauft, sogar inklusive Tasche. Das muss offensichtlich ein Fehler sein und wir haben uns auch mal an Haida Deutschland gewendet. Das große Pro Plus Set bietet als einzigen Vorteil wieder nur, dass es die Tasche inklusive gibt. Ein Mistfilter gibt es hier nicht, aber wie gesagt, ihr könnt ja mit K&F kombinieren, was das Ganze schön flexibel macht. Vorteil bei Haida auch, es gibt hier einen magnetischen Step-Up-Ring, die es dann möglich machen, die Gewindegröße anzupassen und dabei gleich als Basisring für die magnetischen Filter zu dienen. Die kosten hier auch deutlich weniger als bei FreeWheel, nämlich nur ca. 16 Euro. Was man übrigens für alle drei Hersteller sagen kann, dass die grundsätzliche Qualität der Filter und auch die Verarbeitung sehr gut ist. Die wichtigsten Filter sind alle ordentlich beschichtet und damit leichter zu reinigen und erzeugen weniger Lensflares bzw. Ghosting. Einzig der FreeWheel Mistfilter ist nicht beschichtet, da er bei Mistfiltern den Effekt dann ein bisschen reduzieren würde. Die Filter haben keine scharfen Kanten, die Basisringe lassen sich gut verschrauben und die Filter sehen alle auch ganz ordentlich aus. In der Praxis haben alle drei Sets keine Probleme gemacht. Die Filter lassen sich ordentlich anbringen, die Stärke der Magneten ist nicht zu stark und nicht zu schwach, die Deckel halten gut, aber was man ja auch sagen muss, die Deckel halten so richtig gut nur am Basisring. Wenn man da so ein paar Filter dazwischen hat, wird das immer so ein bisschen schwächer. Ein wenig negativ aufgefallen ist der Step-Up-Ring bei Haida. Die verkanten beim Verschrauben leider gerne auch mal und so muss man immer ein bisschen hin und her probieren, um ihn dann wieder loszubekommen. Trotzdem in der Verwendung unterscheiden sich die Filter nicht. Aber kommen wir mal zu einem Qualitätscheck. Denn wichtig ist natürlich auch, was die Filter so leisten. Wie gerade eben gesagt, sind von der Verarbeitung alle Filter gleich gut. Sie sind ja auch alle beschichtet, bis auf den FreeWheel Mistfilter. Dort hat man die Beschichtung gleich weggelassen, weil das ja sonst den Effekt des Mistfilters reduziert. Sehr clever von FreeWheel. Und durch diese Beschichtung lassen sich die Filter leichter reinigen, sind allgemein wasserabweisend und reduzieren die Reflexion durch das Glas, die man im Bild sieht, sogenannte Ghostings. Haidas und K&S Filter lassen sich kombinieren, aber man kann keine normalen Filter mehr vorne anschrauben, da sie die Größe etwas erweitert haben. Das könnte vielleicht bei der Vignettierung helfen, aber dazu später mehr. Bei FreeWheel ist die Originalgröße von 82 mm und so kann man vorne noch einen Schraubfilter anbringen oder zum Beispiel ein 100 mm Filtersystem. Zum Testen der Vignettierung waren wir wie gewohnt wieder besonders fies und haben das Ganze an einem Vollformat mit 15 mm getestet und eben auch an einem größtmöglichen Objektiv mit 82 mm Gewinde. Wir wollen ja sehen, was möglich ist und wenn man sich so ein fettes Objektiv kauft, dann soll es halt auch bestmöglich funktionieren und performen. Wir haben immer zwei Filter übereinander gestapelt
und kamen zum Ergebnis, dass Freewill und Haider die besten Ergebnisse hatten. KNF war nur etwas schlechter. Trotzdem bleibt das Stapeln bzw. Stacken mehrerer Filter gerade im Weitwinkel immer noch ein Vorteil vom 100mm Filtersystem. Bei etwas mehr Brennweite, nämlich schon bei 16 bis 17 mm, waren auch zwei Filter kein Problem mehr. Einzelne Magnetfilter haben dagegen auch bei 15 mm nicht vignettiert. Und verwendet man ein Objektiv mit kleinerem Gewinde per Step-Up-Ring, ist die Vignettierung auch kein Thema. Hier zum Beispiel ein äquivalentes 15 mm an meiner Fuji APS-C Kamera und da sieht man auch bei zwei Filtern überhaupt nichts. Die Farbtemperaturen sind bei allen etwas wärmer und insgesamt auf einem ähnlichen Level. Das Ganze lässt sich dann in der Nachbearbeitung mit RAW-Fotos noch sehr einfach korrigieren und auch die Tönung lässt sich einfach anpassen. Wichtiger ist es beim Videodrehen, denn auch dafür sind solche Filter sehr gut geeignet und einen qualitativ hochwertigen und trotzdem schnellen Ersatz für variable ND-Filter zu bieten, die ja auch ihre Nachteile haben. Vielleicht ist aber auch ein magnetischer variabler ND-Filter was für euch. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, findet ihr ein Video von David oben in der Ecke. Bei Videoaufnahmen können die Veränderungen in Temperatur und Tönung sehr negative Auswirkungen haben, gerade wenn man in Codecs und Qualitäten filmt, die wenig Nachbearbeitung zulassen. Hier sollte man immer vorher den Weißabgleich per Graukarte nehmen, um Probleme in der Nachbearbeitung zu umgehen. In Sachen Bildschärfe gibt es keine sichtbaren Unterschiede. Da ist der Standard bei Filterglas inzwischen so hoch, dass man keine Probleme bekommt und das ist ja auch schon in den letzten Jahren bei anderen Filtertests oder Filtersystemtests aufgefallen. Aber kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Freewill waren die ersten und Freewill sind für mich auch noch immer am überzeugendsten und daher auch mein persönlicher Favorit, auch wenn sie etwas teurer sind und sich nicht kombinieren lassen. Sie haben die größte Auswahl, auch wenn ich die Streak-Filter jetzt zum Beispiel nicht als magnetischen Filter bräuchte. Aber für jemanden, der gerne Autos fotografiert, ist vielleicht das genau die USP. Aber ich finde es einfach gut, dass ich alles so auswählen kann, wie ich es brauche. Ich kann den UV-Filter anschrauben und als Basisplatte verwenden und muss mich nicht bei unterschiedlichen Herstellern bedienen. Trotzdem sind auch die magnetischen Filter von Haider und KNF bei weitem nicht schlecht und lassen sich kombinieren. Ihr könnt je nachdem, was ihr gerade braucht, bei einem oder bei einem anderen Hersteller bestellen und habt so auch diesen großen Vorteil. Die Leistungen sind bei allen Filtern sehr gut und insgesamt sind die Filter von KNF gerade im Starter-Set die günstigsten. Zwar einzeln nicht in jedem Fall, da gerade der Mistfilter sehr teuer ist, aber in Summe dann schon. Ich habe mal durchgerechnet, was ich brauchen würde. CPL, ND64, ND1000 und ein Mist 1/8-Filter in 82mm kosten bei KNF 310 Euro, bei Freewill 320 Dollar und bei Haider ca. 380 Euro, obwohl die dort keinen magnetischen Mistfilter haben, sondern nur einen zum Schrauben, den ich dann wie gesagt nicht vorne anschrauben kann und dass das Ganze schon wieder ein bisschen sinnlos macht. Bei KNF kommt man nach Umrechnung und Aufschlag der 19% Mehrwertsteuer derzeit bei ca. 365 Euro aus. Vorteil von KNF ist hier, dass wenn man das Basisset bestellt, auch diesen UV-Filtering mit dazu bekommt. Freewill möchte 335 Euro haben für das 4er-Set und ist damit jetzt sogar am günstigsten. Haider muss definitiv nach einer Preisschraube etwas korrigieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Aber Haider Deutschland versendet aus Deutschland, die Waren kommen schnell und unkompliziert, ohne langes Warten und ohne Zoll zu euch. Noch dazu unterstütze damit auch noch einen lokalen Händler, denn auch wenn Haider aus China kommt, ist Haider Deutschland ein deutsches Unternehmen als eine deutsche Firma mit deutschen Ansprechpartner und auch keinem Problem bei Reklamationen oder Retouren. Alle drei Marken findet ihr natürlich auch bei Amazon, aber dort dementsprechend teurer, denn der große gelbe Riese will auch was vom Kuchen abhaben. Wenn euch die Filter gefallen haben und ihr euch jetzt ein Filterset kaufen wollt, dann schaut mal über die Links unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber einkauft, unterstützt ihr kostenlos unseren Kanal, weil uns die Händler dann auch ein bisschen was vom Kuchen abgeben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Das ist immer extrem wichtig für den YouTube-Algorithmus und extrem wichtig für meine Seele. Ihr könnt auch gerne noch unseren Kanal abonnieren. Das ist immer ja, richtig hilfreich, also auch für euch. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video mehr, denn ihr bekommt eine Benachrichtigung von YouTube, wenn wir mal wieder ein neues Video hochgeladen haben. Ich habe jetzt hier noch zwei Videos für euch. Ihr könnt sie euch gerne anschauen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.